Mein Hund, das ist ein Seino. Das ist ein Assistenzhund. An den Hund ich los seit 1,5 Jahr. Dass dazu kommt, dadurch, dass ich die Leute halt von Rana zu Lützeburg auf das begegnet habe und eben die Moppe schon gesehen habe am Anfang von der allerersten Kehr und wusste, dass ich irgendwann ein Kind so einen Hund kriege. Und ich habe da ganz lang, jahrelang darüber angefangen nach nur gedacht, weil ich mir nicht sicher war, weil ich fand, dass das immens Responsabilität ist, so einen großen Mob bei sich zu haben. Und da kam der Moment, wo ich gedacht habe, dass es zu weit ist. Und dann habe ich dann meinen Demand gemacht und sie nach Frankreich. An der Stage bei Handy Chien gegangen. Den Hund hat das zum Beispiel schon viel mehr einfach gemacht, weil ich hatte einfach ein bisschen Bedenken, dass ich ging allein fielen hei oder an den Dienst gehen. Und dadurch, dass ich den Hund, den ein Mensch schon hat, war das alles ganz normal. Ne? Den nächsten Tag, wo ich hei erwischt bin, war die Routine mit dem Hund rausgehen, Hund füttern. Natürlich kam gar nicht zu irgendwelchen Etat-Damen. Davon aufgesehen, wie gesagt, hier hilft mir immens viel am praktischen Heim und auch in AW. Und das ist einfach ein treuer Kompagnon, den immer bei mir ist, überall mit mir geht. Und den Anfang möchte, dass ich nie mehr ganz Mäuse abstehen, weil immer direkt Mäuse den Hand Mäuse erkennt. Und am Schwanz fädelt, dann automatisch gut gelaunt ist. Ich kann dir helfen, dadurch, dass ich das ein oder andere Mal aus dem Regal holen kann. Ne? Und meistens sind die Leute noch so begeistert, wenn ich am Hund kommt, auch Personal, sondern einfach auch direkt fragen können, kann ich euch helfen. Und, ja, also wie gesagt, ich kann dir schon entweder Kommunikation, das einfach mir einfach aus der Kommunikation zu kommen. Und Heinz, du dem noch werde das, also wenn nicht gut zu packen kriegt, kann er noch Sachen aus dem Regal holen. Und was sie dann auch geleiert gesehen hat, zum Beispiel die Portemonnaie an den Käse abbrechen oder Kreditkarte eben abbrechen, wenn das zu heiß ist oder so. Sachen abrufen. Kann man ein Flasch Wasser bei das Bett bringen, kann man die Kratzen sicher gehen. Nicht da haben sie einen Tierhang oder Schnee, wo man kann abmachen kann und etwas sicher gehen. Und ja, also hauptsächlich abrufen und bringen, auch ein Telefon bringen, so Sachen. Hier sieht man auch meinen Strömbofen aus.